Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander, ich habe mal ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht wieder der Vorführeffekt. Na, probieren Sie mal. Läuft erstmal nicht. Ach nee, ich muss auf Millionbär. Läuft trotzdem erstmal nicht. Gesangen, ne? Jetzt tun wir mal wieder den Kondi überbrücken. Na komm. Jetzt. So. Wie gesagt, gestern noch ein bisschen rumgespielt. Ihr seht, wir sind jetzt hier so bei... Nein! Es ist nicht so richtig stabil. Manchmal hält's, manchmal geht's aus. Wollen wir jetzt mal kurz warten, ob es jetzt hält. Schlöbe! Na, echt jetzt. Jetzt hält es nie. Wie soll ich euch das denn zeigen? Gestern hat die ganze Zeit gehalten. Oder habe ich hier was? Warte mal. Na. Passt alles. Ich wäre bekloppt. Bricht immer wieder ab. Scheiße. Wir müssen das Östchen nochmal abmachen. Ich will es nicht. Zieht doch viel zu wenig. Ist wieder, ich krieg das nicht in den Modus von gestern. Ja, das fällt jetzt wieder, bis es ausgeht. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht bleibt es ja jetzt mal an. Ich will eigentlich nur das Ösi-Bild zeigen. Ne? Gucken jetzt mal, ob es an bleibt. Oder ob es reicht, wenn ich es jetzt so hab, dass ich euch zumindest mal zeigen kann. Oh, jetzt steigt's. Jetzt wird's kurz gestiegen. Ich glaube, jetzt ist es stabil. Jetzt gehen wir mal. Vielleicht habe ich hier irgendwie einen Wackler drin oder so. Jetzt tun wir mal das Ostsee minus. Jawohl. Super. Gleich alles. So. Jetzt gehen wir hier an Collector. Und wir gucken uns mal das Ostsee. Also wenn es jetzt wieder ausgeht beim Zeigen hier, dann schwinge ich es halt schnell wieder an. Ne? Also, tun wir noch mal ein bisschen schöner triggern. Hä? Ja, moin, Digga. Genau, jetzt. Aber schon fast schon zu krass. So ist ein bisschen besser. Genau, da haben wir's. Das wollte ich euch zeigen. Ich hoffe mal, man sieht das hier im Video. Die Lampe ist halt ziemlich hell. Es überblendet ein bisschen mein Ostsee-Bild. Wartet mal, ich lege da mal ein bisschen Papier drüber. So sieht man, glaube ich, das Ostsee-Bild besser. Hier ist die Anfangs- ausklingende Schwingung, sage ich mal, dann haben wir, also im Grunde genommen ist es ein Rechteck, ne? Aber hier oben ist wie ein Sinus im Rechteck und was hier unten abgeht, ja, puh, das ist schon sportlich, ne? Keine Ahnung. Wartet mal, wie kann ich denn euch das hier noch ein bisschen rüberholen? Ja, wollte ich euch einfach mal zeigen. Und das ist halt dieser Aufschwingmodus. Also wenn wir jetzt das Signal uns mal so, ja, gucken wir uns mal so an. Und ich tue jetzt mal, wie nennt man das, simulieren,
ein normales Joule-Diefs. Das kann ich mit dem Potti. Seht ihr da im Signal? Zack. Vielleicht habt ihr so quietschen gehört im Video. Jetzt quietscht es nicht mehr. Das ist im Grunde genommen das, was die meisten haben beim Joule-Dief, normaler Joule-Dief, sag ich mal. Ne? Und dieser Modus ist einfach, wenn ich jetzt hier das Potti eben in die Einstellung bringe, dann kommt das. Ja, wollte ich euch nicht vorenthalten, was auch interessant ist. Wir machen jetzt das Östchen mal ab. Und ich will euch mal noch was zeigen. Natürlich jetzt nicht 100% einfach zu zeigen ist, sage ich mal. Aber ich versuche es mal. Und zwar, ihr seht im Hintergrund 0,235 Ampere. Das sind jetzt hier Milliampere. Jetzt ist die Lampe ist so hell, dass hier der Sensor nicht angeht vom Lichtl. Oder der Akku ist alle. Egal, ihr seht sie hier 324. Ne? Also das zeigt hier ein bisschen mehr an. Ist aber jetzt mal egal. Wir gucken jetzt mal hier drauf und sagen 238 Milliampere. Und das Potti, ja, das kann ich euch schwer zeigen. Hier ist ein kleiner Schlitz drin. Wenn ich hier was reinstecke in den Schlitz, zeigt das Potti der Schlitz nach da. Und ich kann, wenn ich jetzt hier hingehe, nach da nicht weiter regeln. Ne? So, jetzt kommt das Interessante. Wenn ich jetzt regel, müsste es ja linear in eine Richtung regeln. Ne? Also jetzt achtet mal auf den Stromverbrauch. Geht runter. Ne? Jetzt haben wir 133. Jetzt drehe ich weiter. Geht er wieder hoch. Drehe ich weiter. Und jetzt ist das normale Verhalten vom Juldi, was alle kennen, ne, in dem Bereich. Aber dieser Bereich hier, das ist irgendwie was anderes. Gut, das wollte ich, jetzt habe ich. Das wollte ich eigentlich alles zeigen. Ja.